Viele haben es sich gewünscht. Jetzt zeigen wir euch endlich mal die Capsule Wardrobe French Edition. Meinen ganzen Kleiderschrank zeigen. Ich habe mir insgesamt 9 Teile aus meinem Kleiderschrank ausgesucht, werde die jetzt unterschiedlich kombinieren, so dass ihr auch eine Vorstellung davon bekommt, was so eine Capsule Wardrobe halt kann. Darum geht es ja, vielleicht sollte ich das nochmal ganz kurz erklären. Capsule Wardrobe, da geht es darum, möglichst wenige Teile auf möglichst vielfältige Art und Weise kombinieren zu können, so dass man viele verschiedene Outfits mit wenigen Klamotten kreieren kann. Das versuche ich euch jetzt zu zeigen. Es ist alles so ein bisschen mit dem Augenzwinkern. Ich bin ja auch keine Fashion-Expertin. So. Ich habe mich nur ein bisschen damit beschäftigt in letzter Zeit, weil es mir Spaß gemacht hat und habe jetzt einfach für mich so ein bisschen meinen Stil neu gefunden, habe ich euch ja schon erzählt, mit den Sachen, die ich teilweise schon sehr, sehr viele Jahre habe und auch getragen habe. Aber ich sehe sie jetzt einfach noch mal ein bisschen anders und es macht alles so ein bisschen frischer. Ich habe für mich so ein paar Sachen herausgezogen aus diesem Pariser Style. Ich kenne es natürlich nicht in echt, so wie der Pariser Style ist. Ich habe gepinterestet und mir da halt so Sachen rausgesucht, die ich persönlich schön finde und die zu meinen Sachen, die ich schon habe, passen. Und zwar sind das florale Muster, was ja auch sehr feminin ist. Dieses ganze sehr feminine ist, finde ich, sehr auffällig in der französischen, in der Pariser Mode. Gleichzeitig ist mir aufgefallen, dass es immer oder oft dann auch wieder gebrochen wird. Also wenn man zum Beispiel ein Kleid hat mit einem floralen Muster, mit Ausschnitt, mit femininen Abnähern oder Schleifchen oder sowas, dann wird es gebrochen, zum Beispiel mit so einem Oversized Blazer. So ein Oversized Blazer macht immer alles noch so ein bisschen eleganter auf der einen Seite, aber auch so ein bisschen lässiger, ein bisschen cooler, nimmt so ein bisschen dieses sehr Mädchenhafte weg. Und diese Kombination finde ich ziemlich cool. Was ich auch oft gesehen habe, Richard hasst sie, sind Loafers. Allgemein sehe ich in dieser Mode sehr oft flache Schuhe, was natürlich auch dazu passt, wenn man den ganzen Tag in der Stadt, in einer Großstadt unterwegs ist, hat man nicht so Bock, ständig auf High Heels zu sein. So, auf der anderen Seite dient auch das natürlich dazu, wenn man so sehr feminine, sehr elegante Outfits hat, das so ein bisschen runter, down zu dressen sozusagen. Also ich kann ein Outfit mit hohen Schuhen stylen und bin dann super schick und elegant. Und ich kann Loafers dazu anziehen und es ist direkt so ein bisschen nerdiger. Ich finde es so nerdig irgendwie ein bisschen. Richard findet sie mega unsexy. Was auch typisch ist oder was ich sehr oft gesehen habe, sind Ballerinas oder auch schöne Sandalen. Sandalen sind bei mir persönlich immer so ein bisschen schwierig, weil ich meine Füße nicht so gerne mag. Aber da könnt ihr ja mal gucken, was für euch, was euch gefällt. Ich habe mir diese Loafers bei Vinted gebraucht bestellt. Bei Schuhen ist auch gebraucht kaufen immer ein bisschen schwierig, verstehe ich absolut. Aber man hat gesehen, da hat jemand die gekauft und irgendwie zweimal angezogen. Und das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm. Was mir persönlich sehr gut gefällt an diesem Stil, es ist immer oder oft weiblich und sexy. So eine Bluse mit einem relativ weiten Ausschnitt oder die Taille ist betont und gleichzeitig wirkt es nicht so in die Fresse sexy. Ich zeige zwar was, aber nicht alles auf einmal. Nicht, ne? Es ist so ein bisschen zurückhaltender, was ich total gerne mag. Auch wieder, wenn man jetzt irgendwie einen tiefen Ausschnitt hat, dann zieht man halt eine lässige Hose dazu an oder auch wieder einen Oversized Blazer. Irgendwas, was es so ein bisschen wieder zurücknimmt. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu den Essentials. Also was ich für mich so als die Essentials sehen würde, die in so eine Garderobe super passen, sind Streifen. Das ist super Klischee, ne? Es ist so mega Klischee, so schwarz-weiß gestreifte oder auch blau-weiß gestreift oder so, wie ich diesen Pullover habe zum Beispiel. Aber man sieht es tatsächlich auch oft und ich mag es auch sehr gerne. Man kann es kombinieren mit einer Jeans, man kann es kombinieren mit so einer Stoffhose. Was jetzt nicht dabei war bei mir, was man auch oft sieht, sind immer noch die
diese Culotte-Hosen mit dem weiten Bein und die ein bisschen kürzer sind, also die über dem Knöchel aufhören. Generell finde ich es halt schön und das habe ich halt jetzt neu entdeckt, dass ich auch alles einfach in die Hose reinstecke. Also so, dass die Taille betont wird. Man steckt alle Pullis, alle, egal ob Kurzarmpullis oder Langarmpullis, Blusen, alles in die Hose rein und so hat man halt eine schöne Silhouette. Wenn euch dieser Stil gefällt, dann gebt doch einfach mal bei Pinterest irgendwie Paris Style oder sowas, Paris Mode oder irgendwie sowas in die Richtung ein. Da kriegt ihr super viele Inspirationen und so habe ich das auch gemacht. Daraufhin, ich habe mir halt die angepinnt, die Bilder, die ich schön fand und habe dann geguckt, okay, was kann ich mit den Sachen, die ich schon im Kleiderschrank habe, so ähnlich stylen wie das, was ich da auf dem Bild schön finde. Das war so meine Vorgehensweise, vielleicht als kleiner Tipp für euch, wenn ihr nicht wisst, wie ihr da jetzt rangehen sollt. Eure Capsule Wardrobe, also die Outfits noch ein bisschen aufwerten wollt mit Accessoires, finde ich, bietet sich immer eine schöne Uhr an. Ich habe ja diese Native von Nordgreen und die mag ich total, weil die super schlicht ist, elegant ist. Dafür steht ja Nordgreen sowieso für schlichtes dänisches Design. Ich finde, die passt überall dazu und ich mag, dass sie so ein Vintage-Vibe hat. Wenn ihr ein bisschen Variation reinbringen wollt, könnt ihr auch das Armband ganz easy tauschen. Und im Juni hat Nordgreen auch eine Aktion, dass ihr ein Armband zu jeder Uhr noch extra dazu bekommt. Nordgreen steht ja nicht nur für schönes Design, sondern auch für verantwortungsvollen Umgang mit Menschen und Natur, also die ganze Produktion ist darauf ausgelegt, dass es so nachhaltig wie möglich ist. Zum Beispiel bestehen die Verpackungen, in denen die Uhren kommen, aus recycelten Plastikflaschen und recyceltem Papier und die Versandkartons sind aus FSC-zertifiziertem Karton. Nordgreen arbeitet auch mit verschiedenen NGOs zusammen. Bei jedem Kauf einer Uhr wird ein gewisser Teil des Erlöses gespendet. Ihr könnt auch selber aussuchen, welcher Zweck euch am meisten am Herzen liegt. Richard ist voll der Uhren. Mensch, der braucht immer so ein bisschen Auswahl, damit es zum Outfit passt. Deswegen hat er sich jetzt auch noch eine bestellt. Den Link zu Nordgreen packe ich euch in die Infobox. Hier seht ihr auch nochmal den Code. Dies war eine Produktplatzierung. Kleines Update zur Hochzeitsplanung. Location. Da haben wir jetzt gerade mit der, die das verwaltet, besprochen, dass wir gerne runde Tische. Es ist jetzt krass langweilig, krass detailliert. Wir wollen gerne runde Tische, aber wir haben die noch nie gesehen. Warte, ich muss kurz meinen Glätteisen. Es gibt in der Location, was ziemlich gut ist, Tische und Stühle, die man schon mitmietet. So, sonst. Wenn man so eine Location mietet, wo jetzt nicht, die nicht gleichzeitig ein Restaurant oder Hotel oder irgendwie sowas ist, wo sowieso alles aus einer Hand kommt, also auch dann Essen und Getränke und so, muss man ja ganz oft die Tische und Stühle auch nochmal extra von einem extra Dienstleister mieten. Das ist bei uns zum Glück nicht der Fall. Und es gibt eckige Tische und runde Tische und wir möchten gerne runde Tische haben im Garten aufstellen. Wir haben die aber noch nie gesehen, deswegen wissen wir nicht, ob die Tischdecken brauchen oder nicht. Die wiederum müssten wir dann irgendwo ausleihen, wenn sich rausstellen sollte, dass wir welche brauchen. Dann, was noch nicht so ganz klar ist, ist, was wir mit dem Nachtisch machen. Ob wir Nachtisch von Franzi bekommen, also von Franzi machen lassen, die unser Nachmittags-Catering macht oder von unserem Abend-Caterer. Dann hole ich nächste Woche mein Brautkleid ab. Da war ich ja letztens, um das noch kürzen zu lassen und die finalen Anpassungen machen zu lassen. Das ist nächste Woche fertig, das nehme ich dann mit. Dann ist das auch erledigt. Jetzt in ein paar Tagen am Donnerstag treffe ich mich mit Ella, weil Ella ja vielleicht sogar mein Hochzeits-Make-up macht. Wir probieren mal ein Make-up aus. Ursprünglich dachte ich, ich mache es einfach selber. Wir schauen mal, wir probieren was aus. Und auf jeden Fall wird aber Ella meine Hochzeitsfrisur machen. Richard wird dabei sein und ihr werdet auch dabei sein.
mal gucken, ob wir irgendwie zwei verschiedene Sachen ausprobieren oder so und Richard nicht verraten, was es am Ende wird. Bei der Frisur finde ich es jetzt auch nicht so, fände ich es nicht so schlimm, wenn Richard weiß, wie die Frisur aussieht. Er weiß ja nicht, wie das Kleid aussieht dann dazu und so. Deswegen sehe ich ein bisschen, sehe ich nicht so angespannt. Wir stehen jetzt in der Nähe des Standesamtes. Richard hat darauf bestanden, ganz früh loszufahren. Wir haben noch eine Viertelstunde Zeit, haben schon einen Parkplatz und ja, jetzt warten wir hier. Wir haben heute den Termin zur Anmeldung der Eheschließung. Das heißt, das ist jetzt so der finale Akt und dann können alle Unterlagen in das Standesamt verschickt werden, wo wir heiraten, und mit der Standesbeamtin dort vor Ort besprechen wir dann, wie die Trauung ablaufen soll. Check! Also noch nicht, aber fast check. Es ist vollbracht. Die schwierigsten Formalitäten sind abgeschlossen. Jetzt müssen wir uns nur noch trauen lassen. Alles in trockenen Tüchern. Ich rufe gleich mal in dem Standesamt an, wo unsere Trauung stattfinden wird, um einen Vorbesprechungstermin zu machen. Wir haben zum Zeichen unserer ewigen Verbundenheit mit Kreuzberg, nicht nur untereinander, sondern auch mit Kreuzberg, uns ein Stammbuch gekauft mit der Oberbaumbrücke drauf. Ich feiere es sehr. Die Standesbeamtin meinte, oh naja, nicht, dass die dann in dem Standesamt, wo sie sich trauen lassen, beleidigt sind, dass wir das mitbringen. Aber ich glaube mal nicht, warum. Wir heiraten zwar nicht in Kreuzberg, aber ein großer Teil unserer Familiengeschichte hat hier stattgefunden, findet immer noch hier statt. Und deswegen ist es doch voll okay, dass das Stammbuch der Familie ein Kreuzberger Stammbuch ist. Es ist mir so kalt den ganzen Tag. Man sieht es schon wieder an meinen Lippen. Also bei mir, habe ich auch das Gefühl, ich erzähle das ständig, aber ich bin halt auch ein emotionaler Mensch. Ich bin heute wieder sehr emotional irgendwie. Es ist so, es wird alles so, rückt jetzt so schnell näher, weil ich habe Ende Juni fängt für mich halt ein größeres Fernsehprojekt an. Ich werde da sehr viel unterwegs sein dafür und kann dann in der Zeit halt auch nicht wirklich viel anderes machen. Also ich kann nicht viel beim Packen helfen, ich kann nicht viel bei der Hochzeitsplanung helfen, die bis dahin hoffentlich abgeschlossen ist. Aber irgendwas ist ja immer. Das macht das Ende von Berlin, also jetzt diesen Schritt so, der rückt jetzt plötzlich so schnell näher, weil wie gesagt, natürlich sind es auch dann ab Ende Juni noch so knapp 2 Monate, aber diese 2 Monate werde ich einfach so extrem eingespannt sein, dass da nicht viel gehen wird. Und das wird mir jetzt so bewusst, ja, schwierig irgendwie. Oh, ich könnte jetzt schon direkt... Oh. Ich freue mich total, aber es ist einfach so viel gerade. Es ist auch, natürlich ist es auch... Durch dieses Fernsehprojekt ist es natürlich auch eine kleine Abnabelung von Liv, weil ich dann natürlich die Hauptbetreuungsarbeit an Richard übergebe. Und das ist, jetzt im Moment teilen wir uns das. Und ich finde es auch an sich, ich habe nicht Angst, dass sie nicht gut betreut ist oder so, überhaupt gar nicht. Nur natürlich ist es für mich auch schwierig, dann so regelmäßig und viel von meinen Kindern weg zu sein und so. Und auch wenn es ein überschaubarer Zeitraum ist, ist es natürlich neu und man macht sich halt einfach viele Gedanken und das kommt auch noch dazu. Und es ist einfach so, viele Abnabelungsprozesse finden jetzt irgendwie so gleichzeitig statt. Vieles ist schön und gleichzeitig ist es natürlich schwierig und ich wollte gar nicht so ins Detail gehen eigentlich. Ja, das geht gerade so in mir vor. Es ist eine spannende Zeit. Anfang Juni
kalte Hände, blaue Lippen. Ich liebe den Berliner Frühling und Sommer. Was ist hier schon wieder los? War es nicht zwischendurch mal warm? Naja, okay, egal. Falls wieder jemand fragt, diese Bluse ist Secondhand. Ich werde sehr oft danach gefragt. Das habe ich schon sehr lange. Ich gehe da jetzt nur so drauf ein, weil wegen des ganzen Themas, des Vlogs und so. Der nächste Vlog kommt nächste Woche. Das weiß ich diesmal sicher. Weiß ich? Ja. Und ich bereite euch schon mal seelisch drauf vor, wir werden allerhöchstwahrscheinlich eine längere Sommerpause machen. Wann das sein wird, das sage ich euch dann rechtzeitig noch. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke, falls ihr immer wissen wollt, wenn ein neues Video online ist, damit ihr das auch nicht verpasst. Und wir sehen uns dann jetzt erstmal nächste Woche.